I think I'll just get a hot dog on the corner. So, da ist er. Der Bush Dog. Ich bin gespannt. Ich sag mal guten. Moin Leute, endlich mal wieder draußen. Es ist wunderbar sonnig. Ich bin an meinem Lieblingsfluss. Und heute gucke ich mir mal den Fluss an, wie er früher vor 100 Jahren verlaufen ist. Da ist die Schleuse gebaut worden, ungefähr 1913 bis 15. Und der ist vorher natürlich, hat eine kleine Biegung gemacht und dann haben sie es einfach die Schleuse dazwischen gelegt und dann ist der trocken gelegt. Und den gucke ich mir heute mal an. Mal sehen, wie das da aussieht. Und weil das heute wohl ein bisschen matschig wird, bin ich heute auch mit Muckboots unterwegs. Der ein oder andere wird die kennen. Für mich der beste Gummistiefel der Welt. Kann man sogar drin wandern. Los geht's. Man muss sich das so vorstellen. Hier ist der normale Flusslauf. Und da bei den Baggern und dann hier die Baumgruppe. Das ist der eigentliche Flussverlauf. Der macht dann da hinten so eine Biegung. Und hier geht er jetzt halt geradeaus weiter. Schleuse und Kraftwerk. Das ist natürlich nachträglich, wie gesagt, 1913 bis 15 gebaut und seitdem liegt das trocken. Willkommen im Flussbett. Vor 100 Jahren war das hier ein Fluss. Was ist das denn da? Wieder irgendeine Jagdhütte. Wahrscheinlich hängen hier wieder 5 Wildkameras. Könnte auch ein Klo sein. Warum nicht? Naja, zurück zum Thema. Hier war ungefähr Flussmitte. Hier Ufer, da Ufer, Strömung in die Richtung, hinten um die Kurve. Herrlich. Hier und da noch ein bisschen Sumpfmumpfe. Das ist natürlich ein Naturparadies hier. Könnt ihr euch vorstellen, wie das hier im Sommer aussieht? Die grüne Hölle. So, dann wollen wir mal dem Flussverlauf folgen. Hä, wo geht's lang? Ach so, hier. Ein Wildpfad in Richtung Wasserquelle. Ha, perfekt. Ah, das ist praktisch so, wie der Fluss einmal war. Fließrichtung, wie gesagt, da lang. Und das ist so eine Senke, da sammelt sich immer wieder das Wasser drin. Und das simuliert so grob, wie es mal aussah. Da würde ich auch gerne mal angeln. Wem das wohl gehört? Kann man das sehen? Bisonratte oder Biber? Ich kann es nicht erkennen. Ich habe keinen Zoom. Aber ganz schön groß. Ja, und hier geht der Flusslauf weiter. Leicht versumpft, aber für Natur und Tiere natürlich ein Paradies. Da drüben noch ein wunderschönes altes Gehöft. Den habe ich auch schon besucht. Ganz netter Typ aus Hamburg. Ja, und hier links und rechts, die Bäume sind grob das Ufer. Also was heißt grob? Das ist das Ufer von vor 100 Jahren. Das heißt, das Gehöft lag direkt an der Wasserstraße. Hier gab es wohl auch, wie nennt sich das, wo die Pferde durchgetrieben wurden. Also eine erhöhte Stelle im Fluss und das war richtig ein Handelsweg. Ja, ich gehe jetzt noch mal ein Stückchen weiter Richtung, oh, Rehe. Jetzt haben sie mich gesehen. Die finden das natürlich hier auch super. Ist ja auch ein Mythos, dass die nur im Wald sind. Wiese und Weide
und hohes Schilf ist auch für das Reh Gehilf. Ich muss weiter. Kleine Kaffeepause an diesem wunderschönen alten Baum. Der ist Ü100, sozusagen Original-Uferbepflanzung. Ja, mal einen schnellen Kaffee gemacht. Ich zeige euch hier nochmal mein neues Gimmick an meinem Ranzen. Das sind diese neuen Taschen, oder was heißt neu, von Cognac, von Declaton. Ich will keine Werbung machen, aber die haben schon ein paar gute Features. Hier habe ich auch so eine Pipi-Handy-Tasche, die ist auch ganz cool. Aber die Dinger, der Clou ist, so sehen sie ungebraucht aus. Das ist ein Faltbeutel, der für mich perfekt für jegliche Nahrung, die ich mitnehmen will und erst ganz spät packe, hängt außen, stört nicht, wird nicht gequetscht. Und wenn ich es nicht brauche, klipp-klapp, weg ist es. Finde ich super. Das kurz zwischendurch. Weiter geht's. Heute ein Platz an der Sonne. Kleines Käffchen. Los geht's. So, ich habe das hier mal ausgedruckt. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ne, hier geht's normalerweise lang. Das ist die Schleife. Und wir befinden uns gerade hier in der Mitte. Das Gehöft. Und da kann man auch noch ganz gut sehen, wie das früher mal aussah. Jetzt sind wir die Schleife schon fast einmal rum. Hier wird es richtig zu so einem kleinen normalen Bach. Und das Ufer wird immer schmaler. Ja, ich gehe jetzt über die Brücke und suche mir dann am Schluss noch mal ein schönes Plätzchen, um was zu essen zu kochen. Solche Plätzchen liebe ich ja. Wasser, Wald, bisschen Gestrüpp, bisschen Wiese, viele Tiere. Der Seite ist das Schleuserwärterhaus und hier geht die Schleuse parallel. Der Fluss fließt hinten weiter und da geht er wieder zurück. Also so ein Top-Altarm hier. Aha, wusste ich's doch. Dreckschweine. Ja, hier ist es schön. Hier mache ich das Camp. Bisschen Holz gemacht. Hobo angefeuert. Jetzt schnippel ich gleich mal. Und dann geht's los. Heute gibt es den Bush Dog. Also eine Art Hotdog mit Krakauer Art Würstchen, Gurke, Zwiebel, Schnittlauch. Hier ist das Brot, da komme ich später zu. Butter, vier Soßen, Käse. Ja, das Ganze wird geschmort, gebraten, gefüllt, vertilgt. Los geht's! Die Würste rein und dann das Brot. Kleine Scheibe Brot, aber da ist ein Trick bei. Es wird nicht bis ganz unten. Ah, hier bin ich ein bisschen schief gekommen.
Scheibe Käse rein. Beidseitig mit Butter. So. Und nun ab in die Pfanne. Die Würstchen kommen erstmal raus. Zack. Und gleich wird angerichtet. So, da ist er. Der Bushdog. Ja, es war episch. Aber zweiten Dog schaffe ich nicht. Das ist jetzt hier die Restekiste. Das kann man auch kalt essen. Das ist der Vorteil an Gummistiefeln. Kurz mal ausgezogen. Einmal durchlüften. Geht's weiter. Brennholz hat super gehalten. Es waren zwei Äste, die ich klein gemacht habe. Und ich habe hier 2 Stunden lang Feuer. Von der Größe perfekt. Nach wie vor mein Favorite. So, die Sonne ist bald einmal rum. Ich habe kurz durchgewischt und mache mich jetzt auf den Rückweg.